Es gibt nichts Besseres, als zusammenzuarbeiten. Und mit unserem brandneuen Feature geht es jetzt auch. Juhu! Jetzt möchte ich euch zeigen, wie genau gemeinsames Arbeiten mit Infinity Maps funktioniert. Hier seht ihr alle meine Maps und diese hier möchte ich mit meinen Kollegen gemeinsam bearbeiten. Dafür klicke ich die drei Punkte in der oberen rechten Ecke an und wähle anschließend die Option Share. Man sieht schon, dass bereits 5 Personen die Maps bearbeiten können. Um eine weitere Person hinzuzufügen, suche ich nach ihr. Dafür braucht man den Username. Jetzt suche ich nach unserem Infinity-Account. Bereits nach 3 eingegebenen Zeichen erscheinen einige Vorschläge. Nachdem ich den richtigen User ausgewählt habe, bestätige ich meine Wahl mit dem Klicken auf Apply. Jetzt kann der hinzugefügte User die geteilte Map in seiner eigenen My Maps-Übersicht sehen und wir können gemeinsam daran arbeiten. Man kann hinzugefügten Usern verschiedene Rechte erteilen. Hier kannst du zwischen Owner, Mapper und Reader unterscheiden. Owner haben alle Rechte, die man haben kann. Mapper können die Map anschauen und Änderungen vornehmen. Und zu guter Letzt Reader, die dürfen die Map nur anschauen. Aber wie genau sieht das Zusammenarbeiten nun aus? Schaut her, hier arbeiten gerade 5 Personen zeitgleich auf ein und derselben Map. Dabei ist jede Maus verschiedenfarbig und mit dem entsprechenden Nutzernamen versehen. Du kannst nun jede Änderung in Echtzeit sehen und selbst Änderungen hinzufügen. Ist das nicht fantastisch?